harte, der schmale Weg. Darüber möchte ich mir heute mit euch ein paar Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet, was das beinhaltet. Und dazu erstmal den Text, der steht in Matthäus Kapitel 7, Verse 13 bis 14. Da heißt es: Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenn man das so liest und dann über Gott und den Glauben nachdenkt, dann bekommt man vielleicht manchmal den Eindruck, oder allgemein wird das vielleicht so verstanden, dass eine enge Pforte damit verbunden ist, dass man quasi ein Leben in Askese führen muss, dass das stets ein mühseliger und beschwerlicher Weg ist, dass man hier hunderte von Geboten einhalten muss und darauf achten muss, dass man alles richtig macht und dass man Lasten ohne Ende aufgebürdet bekommt und dass man überhaupt keine Freude mehr am Leben haben kann und dass alles nur noch grau in grau ist und schwierig und kompliziert und dass sich das eigentlich gar nicht richtig lohnt, weil man dann quasi wie eine Primel eingeht und nur noch den Kopf in den Sand stecken kann und weil einem das alles zu viel wird. Aber das ist natürlich nicht so. Das ist eine falsche Vermutung und hat eigentlich mit dem, was hier beschrieben wird, gar nichts zu tun. Sicherlich, wenn man gläubig ist, sollte man das schon auch ernst nehmen und seinen Glauben nicht nur spazieren tragen. Damit ist sicherlich auch verbunden, dass man manchmal leiden muss und sein Kreuz auf sich nehmen muss. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass man hier keine Freude mehr hat und dass man quasi nur noch von der Hand in den Mund leben muss und dass alles nur noch schlimm und schrecklich und furchtbar ist. Also das ist absoluter Blödsinn, so zu denken. Wer Christ ist und Christ sein möchte, der weiß, dass das Leben als gläubiger Mensch auch sehr viel Inhalt und Substanz und echte Freude und echte Freiheit beinhaltet und dass Gott uns auch versorgt und dass es uns auch gut gehen darf und dass wir einfach auch einen Sinn in allem sehen dürfen, im Gegensatz zu den Ungläubigen, die ja mehr nach dem Zufallsprinzip leben und dass man einfach auch durch den Glauben an Lebensqualität gewinnt. Und was nun diesen engen Weg, diese enge Pforte und den schmalen Weg betrifft, so hat das eben ganz eng mit der Person Jesus Christus zu tun. Und da gibt es einen weiteren Text, der da auch ganz klar im Zusammenhang steht. Der steht in Johannes 10, Vers 7, da heißt es von Jesus Christus: Ich bin die Tür für die Schafe. Und in Johannes 10, 9 sagt er: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Gläubige werden hier als Schafe bezeichnet. Das ist vielleicht nicht unbedingt schmeichelhaft, aber es soll ja etwas klar machen, etwas verdeutlichen. Dass ein Schaf quasi ohne Hirten in die Irre geht. Und es gibt eben auch Religionen und Heilswege neben dem Kreuz und andere Vorstellungen von einer Beziehung zu Gott und wie man die wieder in Ordnung bringt, wie man zu Gott kommen kann. Und wer eben Jesus Christus in dem Sinne ausschließt oder ihn nicht für so wichtig und relevant hält, der ist eben wie so ein Schaf ohne Hirten. Der rennt irgendwo hin und weiß nicht, wo er ankommt und am Ende ist da vielleicht der Abhang, wo man hinunterstürzt und das hat irgendwie keinen Sinn. Und wenn Jesus sagt, er ist der Hirte, dann hat das eben die Bedeutung, dass wir an ihn glauben sollen, dass wir ihm folgen sollen, dass wir ihn für relevant und für wichtig halten und für entscheidend, wenn es darum geht, von seinen Sünden erlöst zu werden. Und das ist ja das Allerwichtigste. Ein Glaube, der mir nicht die Sünden vergibt, der mir vielleicht nur ein positives Gefühl irgendwie vermittelt, der führt letztlich zu nichts. Der ist irgendwo sinnlos und hat keinen Wert und keinen Sinn und keinen Zweck. Und wenn Jesus sagt in Johannes 14,6, er
ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, also zum Vater im Himmel, außer durch ihn, dann bedeutet das einfach, dass es da eine Ausschließlichkeit gibt. Dass es da einen Weg gibt zu Gott, der eben nur durch die enge Pforte, durch den schmalen Weg funktionieren und klappen kann. Und dieser schmale Weg, diese enge Pforte ist Jesus Christus selbst in Person. Und darum, weil es eben keine anderen Möglichkeiten gibt, zu Gott zu kommen und von seinen Sünden erlöst zu werden und den Sinn des Lebens auch zu finden, darum ist die Pforte eng. Und viele stören sich vielleicht daran und sagen, ja, es gibt doch die Liebe und die globale Liebe und die Liebe erduldet doch alles und wer liebt, wer Gott liebt und der kann doch nichts verkehrt machen und das ist doch alles irgendwie nicht so eng zu sehen und so einförmig und so fanatisch auch. Jesus ist ja schön und gut, aber diese Bedeutung, die manche Christen da in ihn hineinlegen, die kann doch nicht wahr sein. Es gibt doch viele Wege zum Glück und zum Frieden. Und wichtig ist doch die Liebe. Aber es gibt auch eine fehlgeleitete Liebe. Und Liebe erlaubt eben nicht alles. Liebe zeigt sich darin, dass Gott Mensch wurde, dass Gott sich hingegeben hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er sein Leben gelassen hat für seine Freunde. Und Jesus sagte, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Und was hat er gesagt? Glaubt an Gott, glaubt an mich. Wir glauben an das Evangelium und dadurch sind wir Gott gehorsam, indem wir einsehen, dass wir die Erlösung nötig haben, indem wir einsehen, dass jemand anderes für uns vor Gott für Gerechtigkeit sorgen musste, dass ein anderer für uns sich hat hingeben müssen, sich hat opfern müssen, weil ich das selbst nicht kann, weil ich dazu niemals in der Lage bin. Es gibt keine Werkgerechtigkeit. Ich kann Gott nicht durch ein moralisch hochstehendes Leben, was ja viele sowieso nicht haben, irgendwie gefallen. Und ich kann auch nicht zu Gott kommen durch einen anderen Weg als durch den Glauben an das Kreuz von Golgatha. Dass Jesus, der Sohn Gottes, sich dort hat kreuzigen lassen und durch den Glauben bin ich mitgekreuzigt und bin mit auferstanden, so wie Jesus auferstanden ist, zu einem neuen Leben. Das zählt dann auch für mich. Also da gibt es keinen Krishna, keinen Buddha, kein Allah und keine Maria und auch keinen Papst und auch das Gutmenschentum oder Moralapostel oder wer auch immer. Keiner von denen kann mir das geben vor Gott, was ich brauche, nämlich die Vergebung meiner Sünden. Die können vielleicht ein bisschen Kosmetik betreiben, die können mir sowas wie ein religiöses Gefühl vermitteln, aber sie können mich nicht erlösen und erretten. Und was nützt mir der Glaube an Gott, wenn ich nicht den rettenden Glauben in meinem Herzen habe, wenn ich nicht an den gekreuzigten Heiland Jesus Christus glaube, dann nützt mir mein Glaube überhaupt nichts. Und dann kann ich mich auch nicht auf die Kirche verlassen. Glaube ist immer eine ganz persönliche Sache zwischen Gott, zwischen Jesus und zwischen dir und mir. Darum geht's. Es geht nicht darum, dass ich irgendwo Mitglied bin oder irgendwo Beziehungen habe oder vielleicht viel Wissen habe und eine besondere Weltanschauung habe. Es geht einfach um Jesus Christus und ihn als Messias, als gekreuzigten Heiland. Und wer das nicht hat, der kann mit Gott noch so viel zu tun haben. Es gibt sogar Leute, die studieren Theologie und glauben überhaupt nicht an Gott. Das gibt es auch. Die Beziehung zu Jesus ist wichtiger als alles Wissen. Glaube, Hoffnung, Liebe, sagt die Bibel. Und die Liebe ist das Höchste. Und die Liebe äußert sich eben nicht in einer globalen Liebe, die für alles und jeden zuständig ist und die alles erlaubt und alles erduldet und alles gut findet, sondern diese Liebe ist fokussiert auf eine Person, auf den Heiland Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat zur Erlösung für viele, für diejenigen, die auch von Herzen daran glauben, denen Gott das auch geschenkt hat. Die Buße, die Umkehr, den Glauben und die Liebe zu Gott, die Liebe zur Wahrheit. Jesus Christus ist diese Wahrheit. Darum ist er die enge Pforte und der schmale Weg. Und es gibt keine andere Möglichkeit.
In dieser Multikulti-Welt, in der wir heute leben, wird das natürlich nicht gern gesehen und gehört, wenn jemand so etwas behauptet. Dann ist man fanatisch, dann ist man verbohrt und dann tut man den Leuten irgendwie Unrecht, die doch eigentlich auch glauben möchten, aber irgendwie Jesus verachten und ihn nicht für ernst nehmen. Und das geht nie gut. Das geht nach hinten los. Das kann nicht der richtige Weg sein. Die Bibel sagt ganz klar, was der richtige Weg ist. Und daran dürfen und sollen wir uns halten. Und das sollen wir auch weitergeben, damit die Menschen aufwachen aus ihrer Religiosität, aus ihrem Tiefschlaf und aus ihrer Ohnmacht der Wahrheit gegenüber. Jesus ist der Retter, der Heiland und er ist die enge Pforte. Und darum brauchen wir ihn und nichts anderes zur Erlösung, zur Vergebung unserer Sünden. Gott segne euch.